Willkommen zurück zu Ayuden Chronicle 100 Heroes. Und ja, ich sagte ja beim letzten Mal schon, heute werden wir uns endlich mal diesen, ja, Secret, keine Ahnung, Challenge Dungeon oder was immer das sein soll, angucken. Ich habe ja noch nicht einmal reingeguckt, ich weiß also gar nicht, was uns hier erwartet. Wie aber ebenfalls gesagt, ich habe extra eine komplett neue Gruppe dafür aufgestellt. Alles möglichst Charaktere, in diesem Fall definitiv Charaktere, die wir noch nie benutzt haben. Ich habe die auch ordentlich gelevelt, würde ich ganz ehrlich behaupten. Ich hätte noch mehr übertreiben können, aber ich dachte, das reicht dann vielleicht für so eine frisch aufgestellte Truppe. Ich habe sie auch ausgerüstet, auch entsprechend Runen verteilt. Ja, wir nehmen Chandra mit und Elior. Damit haben wir mal die beiden Monster dabei, die ja gleich zwei Plätze wegnehmen. Ich kann jetzt schon sagen, die sind gar nicht mal so schlecht. Dann habe ich noch El Alicanto mitgenommen und Shixin, weil ich wissen wollte, was deren spezielle Abwehrfähigkeit ist, da ich die vom Namen her noch nicht kannte. Darauf gehe ich dann, glaube ich, auch mal gleich ein. Ja, warum nicht jetzt schon? Beide haben eine spezielle Fähigkeit, die ich so noch nicht gesehen habe bei anderen Charakteren. Er hier kann ausharren, stecke gegnerische Angriffe in vollem Maße ein und stelle SP wieder her. Ich weiß nicht genau, was das heißen soll. Ich denke mal, du nimmst trotzdem vollen Schaden, verteidigst dich nicht, aber kriegst dafür mehr SP. Damit er seinen Supermove, den fliegenden Alicanto, möglichst oft vollkriegen kann, wobei der gar nicht mal so teuer ist. Das steht ja nicht wegstecken, da würde ich ja denken, dass er die reduziert, den Schaden, ne? Aber keine Ahnung, manchmal ist die Besetzung gar nicht unbedingt optimal. Also bin ich mir nicht ganz sicher. Sie hier, derber Schlachtruf, hat auch einen Schlachtruf, genau wie einer ihrer männlichen Kollegen, stößt mächtigen Schlachtruf aus, verleiht Verbündeten diese Runde Rüstungsschaden. Rüstungsschaden dürfte also heißen, dass egal welche Attacke sie benutzen, sie der Rüstung des Gegners auch Schaden zufügen. Das könnte natürlich sehr hilfreich sein, um bei Gegnern mit starker Rüstung, insbesondere Bossen, die halt zum Beispiel eine S-Rüstung haben können mittlerweile, diese schnell zu zerstören, damit man direkt den vollen Schaden macht. Finde aber insgesamt den männlichen Kollegen mit seinem Move besser, aber man könnte sie auch kombinieren. Ich habe ja schon gesagt, ich will ihn irgendwann, also den Typen, irgendwann mal in eine Gruppe reinpacken, mit ganz vielen Leuten, die dieses Aufladen haben. Und dann könnte ich ja gedacht, ich nehme noch einen Heiler dazu. 4 Aufladen, einen Heiler und ihn als Schlachtruftypen. Aber vielleicht nehme ich auch die Heilung einfach aus Items und nutze sie noch, damit ich in der Runde noch mehr machen kann, falls die Gegner zum Beispiel über Rüstung verfügen. Oder der Gegner, der Boss. Keine Ahnung, mal gucken, wie ich es machen werde. Aber heute testen wir die erstmal aus, zusammen mit den beiden Monstern. Ich bin mal gespannt, was mich überhaupt die erwartet. Ich habe ja gespeichert, also wird schon schief gehen. You and your companions have been invited to test your strength. I'm here to tell you where to go. So, do you accept? You might die, but only a little. The odds are very probably sort of average that you might find your way back. Ja, das klingt immer noch sehr beunruhigend, aber jetzt bin ich vorbereitet. Ich nehme die Herausforderung an. I accept your challenge. Splendid. Then let the gates be thrown wide and the dimensions traversed, that the far winds might engrave you a path. Über das Prüffeld des Helden. Ich wünschte, das hätte ich bekommen, diese Anzeige, bevor man sich entscheidet. Hätte ich es damals schon besser einschätzen können. In diesem Herausforderung bekämpfst du starke Gegner, um höhere Ebenen zu erreichen. Bereite dir deine Verbündeten vor und rüste sie gut aus, um den Modus zu meistern. Das klingt stark nach einem Arena-Fight. Das fände ich sehr geil. Ich mag tatsächlich unheimlich gerne Arena-Fights. Ich bin ja kein Riesenfan von Dungeons, deswegen sind solche Arenen immer sehr cool, weil es keine Dungeons sind. Mal gucken. Welcome. Ja, super. Ich hätte also sagen können, es ist okay. Na gut, normaler Modus. Versuchen wir es mal. Kogan, der Anführer von Kogans Gang, die Noah und ihre Gruppe finden und unterwerfen sollte, nachdem sie Altwerden überfallen hatte. Du kannst eine Gruppe formieren. Warum wird mir Kogan gerade extra dick angezeigt? Das verstehe ich jetzt nicht, warum er mir so deutlich angezeigt wurde. Ja gut, ich muss ihn jetzt nicht mitnehmen, oder? Ist er nicht irgendwie ein Key-Character für diese Situation? Könnte ja sein, dass ich irgendwie einen mitnehmen muss oder so. Ja, schade. Na, Kogan kennen wir ja schon, den muss ich scheinbar nicht. Will ich auch die Hilfe ändern? Ich habe Periel gar nicht geändert. Ich könnte natürlich auch da eine Änderung durchführen. Und ich habe damals einmal mitgenommen, irgendwann mal ganz kurz, und habe seine Fähigkeit gar nicht benutzt. I'll help if I can. Deswegen nehme ich ihn jetzt immer mit. Was heißt Boss-Info ansehen? Kann ich mir vorher angucken, gegen wen wir kämpfen müssen? Ach, wir kämpfen jetzt gegen Kogan. Das meinen die damit. Okay, es ist eine Art Shadow-Kogan, denke ich mal. Wir versuchen es einfach mal. Ja. Klingt alles bisher sehr viel interessanter als gedacht.
Ich dachte eigentlich eher, ich müsste durch irgendwelche endlosen, random generierten Dungeons rennen und keine Ahnung, dabei nur starke Gegner bekämpfen. Aber vielleicht ist es ja viel, viel cooler. Ich wünsche dir überaus viel Freude. Ja, mal gucken, ob ich die haben werde. I have faith in you. Okay, wir kommen direkt in den Fight. Das heißt, wir müssen erst Ebenen machen, bis wir zum Boss kommen. Aber das sind wirklich Fights am Stück, weil ich muss jetzt nicht laufen. Das finde ich sehr cool. So, Chandra. Chandras Fähigkeit ist Hitzeatem, 3 SP. Sie startet bisher immer mit entweder 2 SP oder sogar direkt 3 SP, ist mir aufgefallen. Das heißt, sie kann diesen Move manchmal sogar in der ersten Runde schon machen. Und es ist dann ziemlich stark, um Gegner auszuschalten und Waves zu clearen. Jetzt in diesem Fall kann es leider nicht in der ersten Runde machen, das ist okay. Ich frage mich, ob die so schwach sind, wie sie eigentlich sein müssten, oder ob sie hier gebufft sind, die Hasen. Aber die kennt man ja schon aus der Mine. So, er hat diesen Fliegenden, geht auch auf alle Gegner Schaden. Ziemlich anständig. Er fühlt sich selber auch Schaden zu, das ist ein bisschen unschön. Er soll mal ruhig ausfahren in der ersten Runde. So, bei ihm ist es genauso. Er startet manchmal auch mit 3 SP, aber er braucht 4 SP. Ich glaube, ich habe ihn sogar schon mit 4 SP starten sehen. Also die beiden Monster starten mit sehr viel mehr SP, wahrscheinlich weil sie halt zwei Plätze auch belegen. Manchmal hat man also auch diesen Move von Anfang an und das ist auch eine sehr gute Attacke. Ich habe ihm sonst Zauber gegeben, er hatte Evans-Zauber, ich habe ihm noch Lichtzauber oben drauf gegeben, weil er ist ein bisschen die magischere Bestie von beiden, während Chandra ein bisschen die physischere ist. Ich würde jetzt aber sagen, ich weiß noch nicht, wie stark die Gegner sind, ich will jetzt noch nicht irgendwie die heftigsten Sachen verbrauchen. Und der Greifer tut ein bisschen Fernkampf. Das heißt, er kann auf der Distanz alle Leute hinten angreifen, was ziemlich nice ist. So, sie kann halt nur Findenstich, genau wie der andere auch. Nichts allzu Besonderes. Sie lebt halt eher von dem Schlachtruf, denke ich mal. Aber sie ist auch Midrange, das heißt, sie kann von hinten angreifen. El Alicanto ist übrigens auch Midrange, hätte ich gar nicht gedacht. Die machen mehr Schaden als sonst, auf jeden Fall. Ja, das sind offensichtlich schwer gebuffte Versionen. Das ist heftig, okay. Ja gut. Mal gucken, wie weit wir kommen, ne? Letzte Atem können wir jetzt machen. Ist auch immer sehr früh dran, wie man sieht. So, er kann seine fliegenden Alicanto machen, aber alle. Und du könntest dann doch jetzt die Klon auf eine Reihe machen. Das Dumme ist, hier kommt wieder erst recht spät dran. Ich hoffe, keiner stirbt in der Runde. Das haut ordentlich rein. Und das auch. Ist nicht auf alle, aber... I bring you a message from heaven! Gut, die erste Runde haben wir überstanden. Wenn die Schäden auch hart waren. Ich frage mich, ob wir zwischen den Kämpfen heilen automatisch. Hier gibt es auch gute Erfahrungen. Hallo. Hallo, was? Ich möchte darauf hinweisen, Noah ist aktuell Level 51. Was ist denn das hier für eine hyper einfache Methode aufzuleveln? Wow. Okay. You and me. Mano a mano. Ah, da kommt er schon. Bei ihm ist es nicht wie bei Cassius, er kann das nicht kontrollieren, aber dafür ist es sehr, sehr stark. Cool. Das ist zum ersten Mal, dass ich es gesehen habe, ehrlich gesagt. Guck mal, jetzt kann sie von der ersten Runde an sofort einen Hitzeatem machen. Das ist super stark. Ich sollte vielleicht heilen, weil wir scheinen nicht zwischen den Runden geheilt werden. Dann muss ich das ein bisschen jetzt machen. Wir können natürlich auch im Atem des Windgottes zur Heilung nutzen. Okay, physisch nimmt er kaum Schaden, das ist gut. Ich habe ihn recht tanky gemacht. Warten, boah. Und dafür gibt es jetzt wieder so viel Erfahrung. Okay, das ist es weniger, weil wir natürlich gerade ein Level gestiegen sind. Massenweise Level, nicht nur ein Level. Es reicht trotzdem nur für 63. Also ich habe das Gefühl, wenn ich mal wieder eine Gruppe zusammenstelle, die so ein bisschen meine Main-Gruppe sein soll, für den weiteren Story-Vortritt werde ich hier trotzdem einmal für mich privat durchgehen. Einfach nur, dass die auch auf diese wahnsinnig hohen Level kommen. Das ist ja krass. Das ist absolut crazy. 63. Oh, okay, das ist der alte Fight gegen die, hä? Okay, der war nicht leicht, der Boss-Fight, ne? Ganz und gar nicht.
Okay, wir können schon mit Hitzeatem beginnen, das ist gut. Ist aber eine coole Idee, die Bossfight so mal reinzubringen, wo du mit ganz anderen Leuten antreten kannst, ne? Ich hab dem auch schon seinen Supermove, das ist schlecht. Wir kommen aber alle vorher dran, das heißt, wir können ein bisschen heilen mit Atem des Windgottes. Und ich glaube, ich hau noch ein potentes Heilkraut hinterher für ihn. Oh Gott, der Flegelhagel ist immer übel. Alter! Das war ganz böse. Hui! Ja, es gilt immer noch... Warte mal, wir müssten Jutus erst ausschalten, weil sonst Kugel schützt, ne? So war es ja damals. Aua! Ja gut, dieser Atem des Windgottes hält jetzt hier nicht genug, offensichtlich. Ich mache eine absolute Heilung auf Chandra und du machst bitte nochmal eine Gegenstandsheilung, bis mit einem Premium-Kraut. Uiuiuiui. Oh ja. Stun. Nice. Kann also auch stunnen. Da schießt er schon den Vogel ab, du. Also auf jeden Fall bin ich mich der Meinung, Chandra sind auf jeden Fall, Chandra und Alea sind auf jeden Fall nutzbar. Aber ich selber persönlich werde sie wahrscheinlich nicht ernsthaft ins Team einbauen, weil ich mag es halt möglichst viele Leute auch mitnehmen zu können. Das kann ich bei den beiden nicht. Vielleicht zusätzlich noch zur Information, Chandra, habe ich nachgeguckt, in jedem Spiel kann man es ja sehen, wer wen Kombos hat. Chandra hat eine Kombo mit Noah zusammen. So ein Drachenreiter-Kombo, könnte ganz interessant sein. Und Alea logischerweise mit Marissa. Als Greifenreiter. Fast ein bisschen schade, weil ich weiß nicht, ob wir noch ein Monster bekommen, aber da ist ein Zane so ein bisschen außen vor, ne? Er hat dann kein Reittier. Finde ich schade. So, wir können das wieder ausharren. Dann reichen wir nochmal an die Runde. Kriegst du die Runde eh wieder voll, beim Angriff. So, du könntest einen Doppelzyklon auf die vorderen machen. Und dann müssten wir eigentlich Alior heilen. Du bekommst sie gerade so ein bisschen zu meinem Gegenstandnutzer. Ah, ich mach schon diese komischen Hagel, ne? Oh, jetzt ist gar nicht gut. Hätte ich blocken sollen. Das ist nicht gut. Die will ich gar nicht catchen. Okay. War auszuhalten dieses Mal. Hütze Atem. Fliegende Alicanto. Oh, machen wir ruhig ein Horn des Kreuzfahrers. Das ist ja der Bossfight, ne? Wenn ich den schaffe, ist ja hoffentlich vorbei. Hoffe ich. Ich meine, ich weiß nicht, ob es danach einfach weitergeht. Schickt normale Ebene 1, ne? Kann man die danach wieder wechseln? Also ist man wieder, danach wieder drinnen in der Burg? Da sehen wir ja gleich. Die Runde brauche ich eigentlich nicht heilen. Also mach mal einen Flintenstich, bitte. Stärker. Und gibt uns Regeneration. Zusammen wieder, supi. Der Eigenschaden ist halt halb so wild, ne? Das, da kann man mit leben. Okay, jetzt kommt wieder dieser Angriff. Man sollte die Front auf jeden Fall blocken dieses Mal. Aber er kann ja nicht blocken, er kann nur ausharren. Na gut, mach's trotzdem. Speed up. Okay. Wir können noch nicht wieder atmen, erst nächste Runde. Da sind mir noch keine Farben aufgetaucht, das ist beunruhigend. Aber wir wissen, also meistens wenn Gelb auftaucht, ist Rot auch nicht weit weg gefühlt. Dann
würde ich dich bitten, vielleicht mal eine AOE-Heilung zu machen. Für die Front Row. I bring you a message from heaven! Schön. Seize every chance! Okay, wir sollten vielleicht blocken wieder. I am invincible! Greif mal lieber an die Runde. Wow, der macht aber richtig dick Bonusschaden mit dem Wind. Ich habe mittlerweile mal gesehen, falls ich nicht so erzählt habe, ich habe mittlerweile mal gesehen, dass Charaktere wohl, das kann man im Spiel, glaube ich, gar nicht wirklich nachvollziehen, zumindest wüsste ich das bisher nicht wie, elementare Affinitäten haben. Was sehr interessant ist. Das heißt zum Beispiel jemand wie Meldridge, der hat halt eine Feueraffinität, das heißt Feuerzauber eben funktionieren besser. Ich schätze mal, Alea hat wahrscheinlich eine ziemlich starke Windaffinität, er ist ja immer ein Greif. Und er hat auch einen recht hohen magischen Wert, das heißt, man sieht ja gerade, wie viel Schaden der macht mit dem Bonus Windschaden. Das war mehr als der normaler Damage. Und das kommt plus obendrauf, ne? Nicht schlecht. So, wir haben wieder Hitzeatem, machen wir. Genauso wie der Fliegende. Wir sollten die Runde aber auf jeden Fall heilen. Das muss aber... Ja, wobei, mach du das mal. Da kann ich nämlich mit dem Premium Heilkräuter einfach heilen. Die kann ich ja kaufen. Ich kann übrigens noch nichts Besseres für Mana kaufen, außer diese ollen 45er Highlight. Wo sind sie nochmal? Hier. Das ist die einzige, die ich bisher kaufen kann, was ärgerlich ist. Ja. Aber es gibt halt auch Minus-Affinitäten, also so jemand wieder wie Meldridge. Hat zum Beispiel, wenn ich richtig völlig täuscht, ich hab's nicht immer ausreichend im Kopf jetzt, ich hab's einmal gesehen. Das tut schmerzhaft für ihn, okay. Der hat Minus-Affinität in Wasser. Also, ne, so gut mit Wasserspells würde er nicht umgehen, aber mit Feuer kriegt er halt Plus. Okay, das Jutta ist immer noch nicht keine Farbe angenommen, finde ich ein bisschen frech, das ist ein bisschen übertanky, wenn du mich fragst. Aber in Ordnung, muss ich mit leben. Nee, du reichst bitte auch Jutta an. Diese Runde reicht eine kleine Heilung auf L. Alicanto. So, Shixi muss sich diese Runde selbst heilen. Ich hoffe, wir kriegen Jesse mal down. Das ist auch immer gut. Der Kampf hat damals auch ziemlich lange gedauert, aber das ist gerade echt heftig wieder. Wenn ich wieder keinen Schaden ich auch mache pro Runde. So. Wir haben das Gimmick aber diesmal auch nicht, ne? Das ist anscheinend rausgenommen worden aus dem Fight. Immer noch keine Farbe. Uff. Endlich. Okay, die Runde machen wir Defense. Er macht keine Defense. Weil es eh kein Blocken ist. Ist kein Grund für. Und du musst eigentlich heilen, ne? Ich muss Alicanto heilen.
das ist locker wert, weil allein die Erfahrung, die wir rausgenommen haben, ist Wahnsinn. Ist ja die Frage, was passiert, wenn man verliert? Ist ein Game Over oder fliegt man nur aus dem Dungeon raus, aus dieser Prüfung? Und was passiert nach diesem Kampf? Ja, mal gucken. Das war die Ende deiner Rüstung, okay. Er hat übrigens kein Schild, ich habe ihm irgendwas gegeben, was ihm Rüstung gibt, ich glaube, was es war oder so. Du heilst dich bitte selber. Und du heilst mal. Die Runde brauchst du niemanden zu heilen, sag mal lieber an. Oh nee. Herrschaft würde ich nicht machen. Wir bringen hier nicht so viel. Okay, er ist mittlerweile rot? Nee, immer noch nicht. Er ist nur am Boden, aber nicht rot, okay. Aber so haben wir es jetzt einmal zusammen gemacht. Jetzt hat die Frage, ob wir irgendwie auch Secret Bosses drin stecken könnten in der ganzen Geschichte hier, ne? Aber prinzipiell finde ich die Idee ganz cool, vor allem weil das extrem viel Erfahrung bringt. Aber wobei, ich sollte heilen die Runde. Eine AOE-Heilung wäre ganz gut. So. Das reißt sie endlich nieder. Ich meine, dank Doppelzyklon und dem Feueratem haben wir schon ein bisschen Schaden verteilt auf die anderen. Ich denke, die werden das nicht mehr ewig durchhaben. Und auch dank dieses Moves hier. Gerade auf Sabi. Okay. Kogan ist mittlerweile auch schon gelb. Supi. Jetzt kommt aber wieder ein gefährlicher Move. Lock den mal. Du kannst es ausharren. So, kriegt dass der Jutus down kriegt. Es wird Zeit. Let's see you catch these. Er lebt noch. Aber war schon wieder knapp hier. So, Jutus müsste down sein, die Runde, da bin ich mir sicher. Bisschen mehr Push auf Sabi jetzt, die geht's faszinierenderweise noch ganz gut. Und du musst bitte wieder heilen, und zwar die komplette Frontrow eigentlich, ja. Chandra könnte die Route auch noch durchhalten, wir heilen erstmal El Alicanto. Komm schon, beende Jutus, bitte. Nein, er doch jetzt down, okay. Ach so. Trotzdem noch mit der Mechanik. Hatte die damals auch erst gemacht, als Jutus down war? Nein, oder? Ich meine nicht. Aber cool, dass die Mechanik trotzdem wieder vorkommt. Ich meine, die hat damals schon viel früher angefangen zu machen. So, das Gebiet müssen wir natürlich nutzen, sonst sind wir am Pop ist, das wissen wir. Das kann am besten Schicksal machen, ne? Würde ich sagen. Ja, die macht das. Die anderen greifen jetzt einfach Kogan an. Alter, der kann nochmal springen. Wenn wir beide nochmal treffen. Kann das fehlschlagen mit dem Hebel? Okay, warte mal, das weiß ich natürlich nicht, ne? Ich hoffe mal nicht, dass es fehlschlagen kann. Das wäre nämlich jetzt ganz schlecht. Gimmick. Weil Truhen können halt fehlschlagen, deswegen frage ich das gerade. Dass man die nicht öffnen kann. Not good. Let's do it. Gut. Aha. Whoa, not I bring good. You a message from heaven. A message from heaven. Not good. Okay, beide fast down. Kugel will seinen Move machen. Ich gehe jetzt mal auf Full Risk. Ich hoffe mal, dass ich Kogan down kriege, bevor er seinen Move macht. Das ist jetzt mein Plan. Komm, Kogan muss down jetzt. Uns geht's böse. Ja, sehr schön. War ein kleiner Trip down Memory Lane, würde ich fast sagen.
sehr lange her, der Bossfight. Aber wir haben es geschafft, das können wir jetzt auch tun. Wie viel Erfahrung gibt es hierfür? Das war ein tougher Fight. Geld kriege ich auch hierfür, ne? Und ich kriege, oh, krasse Runen und Items. 32.500 Runen des gesegneten Glücks, das ist die höhere Glücksrunde, die habe ich noch gar nicht. Und noch irgendein krasses Heil-Item scheinbar. Das ist schon echt gut. Das ist richtig gut. Also es lohnt sich sehr, diesen Dungeon zu machen. Ich hoffe, dass wir jetzt aber raus können und nicht weitermachen müssen, weil lange hatte ich das nicht mehr durch hier. Aha, Ebene 1 abgeschlossen, Basispunkte. Und da wird schon abgezogen, weil ich es lange gebraucht habe. Und für Items kriege ich auch Abzüge. Ja, ich habe im Grunde alle Basispunkte wieder verloren, ne? Ist ja super. Also ich war im Grunde schlecht. Okay. Der Golem-Pulverisierer. Das war doch der erste Boss überhaupt, oder? Kann ich jetzt zurück und einfach Nein sagen? Der Feind mich in die Gruppe raus. Nein, ich möchte beenden. Ich hoffe, ich komme jetzt raus. Das ist extrem cool. Aber... Welcome back. So... How was your transdimensional journey? Dieser eine Trip reicht mir erstmal, vor allem müsste ich dafür ein anderes Team zusammenstellen. Jetzt ist die große Frage, du, Madame, du bist ein Charakter, den man rekrutieren kann. Jetzt ist die Frage, womit hängt das zusammen? Muss ich irgendwie alles davon schaffen? Ich hoffe nicht, weil das war gerade das Erste und das war schon relativ tough. Visit me if ever you wish to brave its recesses again. For I will be here. Always here. Ja, dann kannst du dich auch gleich anschließen, oder? Das ist im Grunde dasselbe. Ja, oh Gott sei Dank. So mag ich das. Lass den Rest ruhig optional sein. Gottesanhängerin Selbineth. Sehr cool. Aber ich finde die Mechanik hier echt cool. Vor allem, das werde ich auf jeden Fall mal machen. Für mich, diesen Golem oder so, diesen Run. Um halt eine meiner Top-Truppen oder die nächstbeste Top-Truppe richtig schön hochzuleveln, ne? Komm wieder, wenn du nochmal spielen willst. Ja, das werden wir bestimmt nochmal machen. Aber das reicht mir jetzt Eindruck. Ihr wisst jetzt ja auch im Grunde, was es ist. Man kann ja auf jeden Fall ein paar Fights machen, die gegen abgegradete Gegner sind und dann nochmal einen abgegradeten alten Bossfight wiederholen mit seiner eigenen Wunschgruppe und dabei richtig gut abstauben. Und das ist auf jeden Fall interessant. Gut, wir haben aber noch genug Folge übrig und ich muss auch noch andere Sachen schaffen. Oh ja, ihr wisst, was kommt. Kochen. Wenigstens einmal kochen heute würde ich machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch viele Gegner sind, die ich bekochen muss. Ich habe die innere Hoffnung, dass es jetzt wirklich nur noch drei sind, im optimalen Fall. Er muss ja noch sein. Er ist wahrscheinlich dann Erde. Und dann müsste eigentlich noch Trey kommen und die Köchin. Ja, die müssen ja noch kommen. Ich hoffe einfach, das sind wirklich die letzten drei. Nicht, weil ich jetzt nicht möchte, dass es im Kochen weitergehen kann, aber ich möchte halt diesen Charakter endlich rekrutieren. Das wäre mir wichtig. Ich ändere jetzt mal die Truppe für diese Kochsituation nicht. Könnt die Bestie mal ein bisschen zuschauen, ist auch okay. Aber speichern möchte ich gerne. Good to see you. Siehst du, also Noah ist Level 51. Das ist eigentlich so grob das Level gewesen. Gut, ich habe ihn natürlich, muss fairerweise dazu sagen, ich habe Noah in der Schildkröteninsel nicht benutzt. Auf dieser Burg da, ne? Wo wir gegen diese großen Drachen viel gekämpft haben. Da wäre er wahrscheinlich auch noch einige Level gestiegen. Aber die Angst jetzt über 60, das ist halt Wahnsinn. Do come again. Was mir das sagt, ist, ich könnte vielleicht Noah da mal durchprügeln durch so eine Runde und dann Noah tatsächlich in die Rückhand stellen, weil ich würde echt gerne ihn gar nicht benutzen, weil ich bin ja nicht so jemand, der unbedingt die ganze Zeit Main-Character benutzen möchte. Und ich habe ihn das Spiel benutzt, also ich hätte nichts dagegen, ihn mal auf die Ersatzbank zu schicken. Dauerhaft und länger, auch für ein Story-Segment oder sowas. Ja, mal gucken. Auf der anderen Seite habe ich ihn immer trainiert, weil ich immer Angst hatte, er muss halt stärker werden. Aber wegen diesem Training da könnte das eh egal sein. Genug geredet? Es wird Zeit, ein weiteres Mal zu kochen. Ich hoffe, wir schaffen es beim ersten Mal. Wäre cool. Quincy? Your food truly is delicious. I tip my toque to you for besting the Gastronomic 4 and Culinary Golem 1.0. Also haben wir das Quartett schon besiegt? Du bist nicht Teil des Quartetts. Ich kann mich nicht daran erinnern, einen Erdkoch besiegt zu haben. Vielleicht habe ich das einfach vergessen. How do you know about that? Unless... Oh, great. They call me Quince. And I taught the Gastronomic Four everything they know. Still eager to defeat Trey? Damn right I am. Then you'll have to defeat me first. Because if you can't,
You know what that means. Mir fällt gerade auf, die Monster haben ja keinen Platz gefunden in dieser Szene, die stehen hier gar nicht. Außer wenn du Ella kennst und schick sie hier. Why don't you just spell it out? Trey is a far stronger chef than I. But having battled him before, you must be aware of his capabilities. Huh. Don't listen to him, Kurtz. You're gonna win this one. And the one after, too. Sind meine Gruppenänderungen, die ich in diesem Modus mache, die werden scheinbar nicht gespeichert, ne? Weil Periel steht hier noch. Das ist auch interessant. Das heißt, wenn man Leute im Dungeon trainieren will, muss man danach nicht die Gruppe wieder umsetzen auf die ursprüngliche Gruppe. Thanks, Noah. Oh, such a beautiful display of friendship. But that won't win you any cook-offs. Und natürlich meine ich Perry. You think I don't know that? I'm ready to tap into every part of my chefly being to take you on. Ah, that's more like it. Still, I possess mastery of all four gastronomic elements, and I'm sure it's too much for you. That's what you think. Get ready for some mean cuisine! Oh Gott, der Meister aller Elemente, du, das wird übel. Ach, war der Kartoffeltype der Erdtype? Das macht Sinn, ne? Oh, das kann sein, dass ich das nicht richtig registriert habe für mich. Na egal. Ladies and Gentlemen, die Swap nach dem Ende. Es ist Zeit für das heutige Kochduell. Erlauben Sie mir, die heutige Jury vorzustellen. Aus dem Heiligtum des Waldes. Ich hörte, sie hat eine Schwäche für Kräuterhähnchen. Das habe ich leider nicht. Das ist immer noch dieses eine Rezept, was doch so speziell ist. Für das erste Dorf im Spiel. Das habe ich aber nie bekommen. Obwohl der Stand da ist für das Kräuterhähnchen. Das weiß ich noch. Hier ist die junge Marissa, die Hüterkriegerin. Ich weiß auch immer noch, dass in Eldisweiß, hieß die Stadt, die große, die erste, dass da auch jemand war in einem Haus, der davon gesprochen hat, dass ihm irgendwas für ein Rezept fehlt. Und ich frage mich immer noch, ob der einem ein Rezept geben könnte. Und mir fällt gerade auch noch ein, als ich mit den anderen trainiert habe, mit diesen Monstern, auch mit Drachen und so, da habe ich im Eisdorf erst trainiert, also bei der Eishöhle. Und da habe ich beim Shop geguckt und da habe ich tatsächlich noch ein Rezept bekommen, was da angeboten wurde, was dann wohl nicht immer angeboten wird. Also gibt es wohl auch Rezepte, die ähnlich wie diese Skripte für die Theaterstücke random appearen können in Shops. Nur mal so zur Info. Das Rezept habe ich noch nicht abgegeben. Habe ich die wieder vergessen. Mist. Der Vorhang öffnet sich und es klingt, als wäre unser Jurymitglied hinter etwas Tee her. Hier ist Clark, der Impresario. Impresario. Okay, ist ein Kräutertee vielleicht für dich? Sonst habe ich nämlich keinen Tee. Er hat unzählige Berge bestiegen und Gedichte genossen. Hier ist ein echter, starker Styrin. Goldsmith. Wir haben eine Magd der Siarit-Familie bei uns. Ihre geübten Geschmacksnerven bevorzugen scharfes Essen. Julin. Lernen wir nun den heutigen Koch kennen. Unser erster Koch des Tages, der fünfte Kreiselwächter? Ja, Kreiselwächter finde ich immer noch sehr witzig. Hier ist Quincy. Bin so froh, dass ich Belgoma hinter mir habe. Hoffe ich. Da ist er auch schon, unser gefeierter Meisterkoch. Applaus für Kurtz. Dies ist eine Herausforderung mit drei Gängen. Ja, wie üblich. Okay, was machen wir? Okay, ich würde sagen, als Vorspeise servieren wir direkt den Tee. Den guten Kräutertee. Anderen Tee habe ich nicht. So, als Hauptspeise könnte man wieder diesen ollen gegrillten Tutuva riskieren. Der ist immerhin scharf, ne? Ja, süßlich scharf. Halt schwierig. Ich könnte auch generell was Scharfes einmal probieren. Ich könnte auch das Hühnchen holen. Ich habe zwar kein Kräuterhühnchen, aber ich habe eine Art Hühnchen, meine ich. Irgendwo gehabt. Wenn ich mich nicht irre. Ja, Hähnchenbrust. Hähnchen in der Pfanne knusprig gebraten, dann serviert mit einer Vielzahl bunten Gemüse. Wir riskieren mal die Hähnchenbrust. Ist zwar nichts Scharfes, aber hey. Okay, pass auf, wir machen es ein bisschen anders. Ich mache die Frühlingsrolle erst. Als Vorspeise, die scharfen, mit dem scharfen Dip. Dann die Hähnchenbrust und dann am Ende den Tee.
Ich mache mir da wieder viel mehr Gedanken drum, als man machen müsste. Ich weiß, es ist eh relativ random, wenn ich nicht zufällig von jedem einzelnen Charakter genau weiß, was er alles mag. Und damit meine ich nicht die Lieblingsspeise, weil du müsstest ja wirklich jedes Gericht wissen, weil du müsstest ja einen gemeinsamen Nenner zwischen allen vier Jurymitgliedern finden, bei jedem Gericht. Und das ist zwar möglich, rein theoretisch, praktisch, aber extremst unwahrscheinlich, dass jemand sich das alles merken kann, bin ich ganz ehrlich. Das ist so witzig, weil eigentlich ist das hier noch nicht mal unbedingt random. Es ist ja steuerbar und planbar, aber die dafür benötigten Daten und das Wissen, was du haben müsstest, übersteigt alles, was normal wäre, würde ich mal behaupten. Also wer das kann, Respekt davor, aber ich kann mir das nicht alles merken. Sich da irgendwie, keine Ahnung, wie viele Rezepte wir mittlerweile haben, 20 bis 30 Rezepte zu merken für potenziell 120 Charaktere oder so, das ist, uff, ja. Und dann wird es dann doch ein bisschen random. Das meiste Glück, was man hat, ist dann, wenn das, was der Gegner macht, den Leuten gar nicht gefällt. Darauf kann man so ein bisschen hoffen. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Ich hätte zwar kein Kräuterhähnchen, Marissa, aber ich habe Hähnchen und einen Kräutertee. Vielleicht? Am Ende landet das eh alles im selben Magen, oder? Zuerst die Vorspeise unseres Herausforderers, Apfelessigsoda. Das ist die letzte, selbe Vorspeise wie die letzte, oder? Der vorige. Also der vorherige kocht den Warten. Och nein. Ja, das. Ich möchte jetzt schon prognostizieren, das haben wir verloren. Also wenn er mit der Vorspeise schon so abzieht. Wow. Wow. Ja, gut, das ist wahrscheinlich jetzt schon mal nur die erste von mehreren Runden. Jetzt kommt unsere Frühlingsrolle. Die wird niemals so gut abschneiden. Super. Ich hasse dich, Julian, weißt du? Ich mag scharfes Essen. Habe ich schon mal bei dir gesagt, ne? Und du magst es doch nicht. Ich weiß, nur wenn man scharfes Essen mag, muss man nicht alles mögen, was scharfes Essen enthält oder scharfes enthält. Aber trotzdem. Jetzt kommt das Hauptgericht unseres Herausforderers, Schokopizza. Och. Ugh. Ja, und ganz ehrlich, ich finde auch die. Ich hätte die nie gegessen und würde sie trotzdem nicht mögen, diese Schokopizza, die mal rausgekommen ist. Aber das hier ist offensichtlich eine normale Pizza mit Schokolade drauf. Und das sieht so widerlich aus. Als hätten sie irgendwie auf die Pizza drauf geköttelt, ganz ehrlich. Die gute Pizza. Ja, das mögt ihr nicht. Das ist ja schön. Aber trotzdem gibt ihr noch so viele Punkte. Ja, das ist nicht gut. Ich hätte gehofft, dass wenn es ganz viele Nullen kommen, dass ich dann vielleicht wieder aufholen kann. Unsere Hähnchenbrust, ja. Ja, minimal besser, aber nicht viel besser. Ja, dass du keine Geschmacksnerven machst, tut mir auch leid. So, weiter geht's. Ja, super. Schön, dass ihr mir dafür eine 1 gibt. Aber die Schokopizza, die ihr nicht mochte, die hat teilweise bessere Punkte bekommen. Okay, Sasa Dango. Komm schon, ihr wollt Nullen zeigen. Zeigt mir ein paar Nullen. Nee, das ist ja richtig böse. Ja. Ja, das magst du wieder, ne? Das ist mit Sicherheit nicht scharf. Wahrscheinlich magst du in Wirklichkeit kein scharfes Essen. Genau das Gegenteil davon. Das ist es wahrscheinlich. Das waren gerade schon wieder 3 Fünfen. Ich krieg zu viel. Ja, gut, wenigstens konnten wir einen glücklich machen mit dem Tee. I do enjoy this particular dish. Ja. Das sag ich ja. Leibspeisen zu wissen und zu kennen bringt dir gar nichts. Also nicht gar nichts, aber du kannst nicht viel mit anfangen, wenn die anderen das nicht mögen. Trotzdem war meine Nachspeise okay, aber was dazwischendurch passiert ist, ist eindeutig. Wir gucken uns eben seinen Siegesgeschwafel an und dann versuchen wir es gleich nochmal. Und ich hole euch dann wieder beim nächsten Ergebnis dazu, so wie immer, ne? What was that? If you can't outcook me, then it's pure fantasy to think you can take on Trey. Let me try again. Ah, now there's the fire I was looking for. Practice up and come and find me when you're ready. I'll face you as many times as it takes. Ja, bis gleich. So. Nächster Versuch. Ich hoffe, das Apfelessigzeug kommt diesmal nicht so gut an. Das hat ja in letzter Zeit sehr häufig extremst gut gepunktet. Was wir wissen, ist, dass Hakugin auf gebackenen Flan steht.
Ja, gut, halb, aber es ist trotzdem stark. Get this away from me. Und Nell auf Sanatol steht. Das ist auch, was wir ganz klar vermittelt bekommen von den beiden. Oder durch den Moderator halt. Ja, ist aber immer noch ziemlich stark. Das heißt, mit den beiden Sachen arbeite ich auch. Generell habe ich heute eine etwas lockere Komposition gewählt, was Nahrungsmittel anbelangt. Vielleicht gewinnen wir damit, ja. Ah, shit. Ja gut, das ist halt das Sache, ne? Yes, great. Du bedienst eine Leibspeise und alle anderen mögen es nicht. Das ist halt, das bringt dir nichts, weil die Leibspeise halt auch nur 5 Punkte wert ist. Es gibt halt Speisen, die sind 5 Punkte wert, ohne Leibspeise zu sein. Ja. So gewinnen wir nicht. Komm, diese widerliche Schokopizza muss bitte wieder versagen. Die muss jedes Mal versagen. Nell, du hast keine Ahnung von Essen, oder? Wie kann man der Schokopizza, also eine Pizza, einer normalen Pizza mit Schokolade drauf, 5 Punkte geben? Das ist ein krimineller Akt. So, wir haben ein Omelette. Was? Ach komm, Leute. Ja. Wenn jetzt bei der Nachspeise kein Wunder passiert, dann wird das nichts. Na shit, das ist, kannst du vergessen. Oh, so good. Es ist Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn, was ich da für ein Pech habe. Man, wie gesagt, es ist halt Pech, weil ich kann es nicht wissen und er ändert an seiner Rezeptur gar nichts. Wer der jetzt als Jurymitglied steht und wie viele Punkte gibt. Ja, gut. Also ich meine, kriege das Gefühl, dass Hakugin und Nell generell sehr überzeugbar sind mit Süßwaren. Ja, das wird, glaube ich, trotzdem nicht reichen, richtig? Insgesamt hat er trotzdem wieder mehr Punkte gemacht. Wenn ich mich nicht irre. Ne, hat er. Ne, bis gleich. Mögen die Götter des Kochens mit mir sein. Nächster Versuch. Ich verrate euch jetzt mal nicht, was ich gewählt habe, sondern ihr seht es ja selber. Das ist ein bisschen der Überraschungseffekt da. Ja, super, ey. Was ist denn momentan mit dieser blöden Apfel-Essig-Soda los? Es ist doch nicht normal, dass gerade jede Scheißrunde dieses Zeug so heftig gewinnt. Das kann doch nicht sein. Boah. Ja, da komme ich nicht gegen an. Ich glaube, ich sollte die Apfel-Essig-Soda jetzt kopieren. Und ich sage euch, beim nächsten Mal wird das Ding durchfallen, wenn ich es kopiere. Hundertprozentig. Es ist doch zum Keulen. Frühlingsrolle. Ja, das ist jetzt die Frühlingsrolle, die er immer wollte, ne? Die eigentlich hätte er wollte, bin ich mir ziemlich sicher. Wahrscheinlich werden es alle anderen hassen. Ja, nicht alle, aber schlecht genug. I do like this. Ja, null. Gib immer eine Null. Du kannst deinen Runenshop zumachen, ich stelle jemand Neues ein. Ah, diese eklige Schokopizza. Das ist das Schlimmste und Beleidigendste daran, dass ich diese Pizza jetzt mal sehen muss. Ja, komm. Ich meine, klar, wenn man sich wie Rio von die Geschmacksnerven wegsäuft, dann steht man auf sowas. Schon wieder 2,5 für eine Schokopizza. Das kann nicht sein. Ich habe jetzt mal dieses Deluxe Gyoza ausprobiert, was ja so oft echt gut gepunktet hat bei den Leuten. Jetzt nutze ich es mal selber und wahrscheinlich wird es total floppen. Nee, das war tatsächlich noch okay. Aber Code L, ich weiß nicht, der möchte wohl irgendwo anders seinen Laden aufmachen. Also wenn ich jetzt ganz viel Glück habe, verkackt das Sasadango, aber ich denke mal nicht, dass es verkackt wird. Das kann man nicht verkacken, ne, ganz und gar nicht. Alter, wie viele Fünfen du auch die ganze Zeit kriegst, das kann nicht sein. Die Blaubeergeschichte. Oh, die ist aber gut gelaufen. Die ist richtig gut gelaufen. I really like this. Ja, jetzt, wenn ihr das so toll findet, gebt doch mal ein paar 4 und 5 jetzt. Ne? Nicht immer nur mit den 3 geizen. Das muss nicht sein. Du, ganz ehrlich, hätte ich nicht sagen dürfen. Schon hause mir so eine dreckige 3 rein. Hm, schmeckt mir wohl gut, aber ich gehe nur eine 3. Das ist nicht euer Ernst. Wie knapp war das jetzt? Habe ich es geschafft? Ich glaube nicht, ne? Doch, ich habe es geschafft. Oh. Oh, Gott sei Dank. Ja. Code L, du kriegst trotzdem eine Steuererhöhung auf Runen oder sowas. Puh, wir haben es geschafft. Gut.
Mein Gott. Outstanding. Now you've earned the right to face Trey again. You're an exemplary cuisinier. Ja, ich hoffe mal, Trey kommt als nächstes. Und danach am besten gleich das Mädel, damit wir das durchhaben. Es hat ja Spaß gemacht, aber mittlerweile wäre ich froh, diesen Charakter zu bekommen. Es geht nicht mal darum, es abzuschließen, sondern einen Charakter zu bekommen. Coming from you, that means a lot. You're one heck of a chef yourself. Perhaps so. But now I must accept the consequences for failure. Can't you just quit the syndicate? Perish the thought. I'd sooner starve than part with the chairman's cooking. One day, you'll understand. In any case, it's Trey you face next. Best of luck to you, because he's only gotten stronger since your last encounter. Okay, Trey is who you face next. Dann habe ich jetzt wirklich die Hoffnung, dass es jetzt Trey ist und dann die mysteriöse Köchin. Thank you. Das heißt, wir sind im Halbfinale und kurz vorm Finale. Ja, komm, das kannst du behalten, das kannst du wieder mitnehmen. Das kannst du wieder mitnehmen. Nee, das möchten wir ja nicht. Wir nehmen hier keinen Haufen Schokolade und klatschen den auf eine normale Pizza. Ich hätte noch ein Rezept für dich. Oh, a new recipe? Why, thank you. I'll attempt it at once. Gern geschehen. What can I get you? Come by. So, wir haben noch Zeit. Ich werde jetzt nicht den nächsten Koch direkt machen. Ich weiß gar nicht, ob ihr mittlerweile auch noch kochen sehen könnt, bin ich ganz ehrlich. Ich kann es noch. Für mich ist es noch okay. Aber es ist halt, kann auch ein bisschen einseitig sein, natürlich. Natürlich könnte mir das sagen, warum hast du nicht einfach mehr gekocht, immer zwischendurch? Ich habe ja zwischendurch schon immer relativ viel gekocht. Nur die Sache ist, ich kann halt nicht, wenn ich im Dungeon bin, mir dann mitten im Dungeon überlegen, so, die Folge endet jetzt. Ich gehe jetzt aus dem Dungeon raus, renne ganz zurück, mir fällt gerade was ein, zu hierher, also Teleportation, wie auch immer, aus dem Dungeon raus halt laufen, damit ich nächste Folge irgendwie da Kochen anfangen kann und dann cutte ich und laufe wieder ganz in den Dungeon zurück und dann machen wir da weiter. Das ist auch ein bisschen viel verlangt, oder? Und das ist auch ein bisschen weird, finde ich dann auch, weil der Fluss so ein bisschen verloren geht, wenn wir dann immer in Story-Momenten einfach einen Schnitt haben und ich dann wieder koche. Ich habe es ja versucht, schon ein bisschen einzubauen und jetzt zum Ende hin ist es halt mehr. Ich hätte auch eine Kochfolge gemacht, das war auch eine gute Entscheidung. Falls man das nicht sehen will, hat man dann wenigstens sechsmal Kochen skippen können. Also sechs, womit erfolgreich. Es war noch mehr als sechsmal Kochen, aber sechs Köche. Ich glaube, ich hätte nämlich keine Ruhe später mehr des Zurückkehrens. Need something? Doch, hatte ich, okay. Come back soon. Gut. Besser gucken, als nachher nicht raus können aus ihrem Dungeon. Aber ja, ich denke, das ist so schon am besten. Ich habe es versucht, es vorher schon einzubauen und jetzt ist halt eine dicke Folge gewesen damit. Und zwischendurch machen wir es immer noch jetzt hier, wo wir generell schon Sachen machen, die wir noch so beenden wollen. Bevor wir jetzt lesen gehen, gehe ich nochmal ganz kurz zur Wahrsagerin und wir gucken nochmal, wer da jetzt noch ausgehangen ist. Und wir haben ja sonst so ziemlich jeden. Auf der anderen Seite denke ich mir, das Spiel könnte noch ein gutes Stück sein, abgesehen mal ganz abgesehen davon, dass mir noch Materialien fehlen, wie diese Drachenzähne und auch diese Holzsplitter, die ich am ehesten brauchen würde, diese heiligen Baumsplitter. What wisdom do you seek? So, es sind nur noch die beiden. Es sind nur noch die beiden. Ich weiß natürlich nicht, wie gesagt, natürlich irgendein Kapitel, was hinzugefügt wird. Ich werde immer wieder nachgucken hier. Aber ich will versuchen, alle Characters zu bekommen. Vor allem, weil ich diesen ollen Begumma-Charakter bekommen habe. Ja, wenn ich den bekommen kann, wenn ich Reed bekommen kann, dann kann ich die schon lange bekommen, Madame. Und bei ihr bin ich mir immer noch sicher, weil da steht, wenn alles andere gesammelt ist, dass sie davon nur sprechen, dass du die Charaktere sammeln musst. Müsste man wirklich alles im Spiel sammeln, nur um Charakter zu bekommen, wäre das crazy. Ich gehe davon aus, es ist genauso wie früher in Suikoden, wo es einen bestimmten Charakter gab, dessen Schicksal davon abgehangen hat, ob du alle anderen Characters hast. Und das wird bei ihr wahrscheinlich ähnlich sein. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, wenn wir weiter so machen. Und ich würde gerne alle Charaktere rekrutieren. Gut. Dann gehen wir jetzt kurz in die Bibliothek und lesen noch ein bisschen. Ich müsste in die große Halle, damit die Story weitergeht. Das will ich auf keinen Fall jetzt riskieren. Also vorsichtig, dass ich da nicht reinlaufe. Aber ich glaube, wir haben jetzt wirklich nur zwei Köche vor uns. Das heißt, nächste Folge machen wir zwei Köche. Und dann gucken wir mal, was wir da noch machen können. Ich versuche mal bis zur nächsten Folge nochmal zu gucken, an welchen Orten es diese anderen Skripte geben soll. Weil die Theater sind ja schon sehr, sehr geil, oder? Die Theaterstücke sind schon sehr cool. Vielleicht können wir da noch irgendwie eins von machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das nächste Stück Theater bauen kann. Da muss ich mal direkt gucken. Dass wir dann genau dieses Skript auch holen. Und dass ich das sozusagen für euch beschaffe bis dato. Dass wir dann vielleicht noch ein Skript einbauen können, ein Theaterstück. Aber ich würde sagen, wir lesen ein bisschen. Ich hoffe, ich krieg's noch hinzulesen. I get so excited when I find a book I haven't read before. Thank you so much. Offensichtlich hatten wir auch ein neues Buch für Sie.
Zwei sogar, die ich nie abgegeben habe. Books you like? alte Bücher bitte. Okay, das haben wir. Das haben wir und das haben wir. Und bisher habe ich ja penibelst darauf geachtet, dass ich von oben nach unten gehe, sodass ich immer sehe, welche Bücher wir noch nicht gelesen haben. Und die nächste ist die Abhandlung über Kenan. Nochmal ein bisschen was zu Kenan, die uns ja so ein bisschen gebacksteppt haben, ne? Kenan soll um das Sonnenjahr 320 gegründet worden sein. Legenden zufolge stahl ein ältester Drache die Sonne und König Soiro und seine Krieger bekämpften ihn 70 Tage und Nächte lang. Es muss schwer gewesen sein, die Tage noch zu erkennen ohne die Sonne. Der Drache wurde zwar niedergestreckt, doch König Soiro starb ebenfalls. Es heißt, der Krieger Vans sei mit dem Königsschwert zurückgekehrt und habe Kenan gegründet. Die Geschichtsbücher sprechen im Sonnenjahr 520 zum ersten Mal von Kenan, mit der Thronbesteigung des König Varsus. Damals sahen die Drachen andere Völker als abstoßend an, doch Varsus forderte die Diplomatie mit anderen Nationen. Daraufhin entstanden in Kenan interne Konflikte. Im Sonnenjahr 562 erklärte Kenan unter der Herrschaft von Vilmoria den Krieg gegen Norrister. Der Krieg endete mit einer Niederlage für Kenan und Vilmoria wurde mit gebrochenen Hörnern verbannt. Vilmorias Nachfolger, Shubatsiar, schloss sich erneut der Liga der Nationen an. Dank der erstarkten wirtschaftlichen Bindung an die anderen Nationen nahm die Zahl der Isolationisten nach und nach ab. Im Sonnenjahr 590 verließ Kenan die Liga der Nationen, wurde im Sonnenjahr 690 durch den Vorstoß des Galdeanischen Reiches jedoch in einen Konflikt gezogen. Okay. Ultimativa körperliche Konditionierung für ultimative Magie. Das ist das Trainingsprogramm. Das ist 100% das Trainingsprogramm von diesem Magnus-Typen, oder? Für Muskelpunkte. Das ultimative Trainingsprogramm des Tages 1. Kniebeugen, 20 mal Wiederholungen. Liegestützen, 20 mal Wiederholungen. Sit-ups, 20 Wiederholungen. Rückenstrecken für Rückenmuskeln, 20 Wiederholungen. Formeltraining für alle Situationen, was auch immer das heißt, 10 Wiederholungen. Diese Routine ist ein Satz. Führe 5 Sätze aus. Morgens und abends und mittags, wenn möglich. Muskeln aufbauen, solange man warm ist. Dem ultimativen Körper entspringt die ultimative Magie. Der ultimative Körper ist jedem Unheil gewachsen. Glaube an dich, denn das Ergebnis wartet. Das ultimative Trainingsprogramm des Tages 2. Leichtes aerobes Training, mindestens 60 Minuten. Rumpfdrehung mit Fokus auf Hüfte, 10 Mal. Rückenstrecken für Unterarmbereich, 10 Mal. Übungen für Stärkung von Mund und Hals für saubere Formeln, mindestens 20 Minuten. Selbst die Reise zum ultimativen Körper benötigt Ruhezeit. Hier ein Menü, um an Ruhetagen die Muskeln zu stärken. Deine Diät sollte Folgendes umfassen: gedämpfte Hähnchenbrust, Rohkostsalat mit gekochtem Ei, gekochte Sojabohnen mit Käse, ungesüßter Joghurt und Milch mit Proteinzusatz. Gute Muskeln bringen die ultimative Magie. Okay, das hat entweder Markus verfasst oder Markus hat das sein Leben lang gelesen und sich daran dem gewidmet. Gut, wir haben noch genug Zeit, also lesen wir ein bisschen mehr heute. Tagebuch der Bürgermeisterin. Erster Eintrag. Als amtierende Bürgermeisterin habe ich entschieden, ein Tagebuch zu führen. Oh, ich sehe schon, welche Bürgermeisterin das ist Isha. Die Hügel nahe der Stadt ziehen Händler aus aller Welt an. Jetzt ist eine Schatzjägerin namens CJ erschienen. Sie wollte in die Hügel, aber ich habe abgelehnt. Wenn es so weitergeht, wird sie aber in Kürze ihre Stempel haben. Ich habe einen Söldner namens Garou eine Erkundungslizenz für 100.000 Bakwa ausgestellt. Wer mich habgierig nennt, kriegt eine Steuererhöhung. Wie dem auch sei, es gibt Unruhen an den Stadtgrenzen, also habe ich Meister Iyugo angeheuert, aber er hat sich mit diesem Gokto angefreundet. Vater, Bürgermeisterin ist ein harter Job. Ein Tag der Kopfschmerzen. CJ und Garou sind in aller Munde. Sie haben mich eben besucht. Sie suchen einen Zauberer, um ein Hindernis in der Weißkrone zu beseitigen. Melor haben sie nicht gefunden, also haben sie Gokto als Ploppermaul gefragt. Die zwei schienen trotz meiner Sorgen unberührt. Ich habe sie zur Weißkrone begleitet, das Hindernis zerstört und dann sah ich es. Es war ganz sicher mein Vater, genau wie an dem Tag. Ich habe ihm laut zugerufen, doch er reagierte nicht.
CJ und Garou haben mich getröstet. Ich habe mich entschieden. Ich schließe mich ihnen an. Vater, bitte, rufe wie früher meinen Namen. Letzter Eintrag. Vater, ich weiß, was du durchgemacht hast. Mit den Hügeln, mit Alt-Nevea und mit meinem Körper. Jetzt ist alles in Ordnung. Die Stadt und die Hügel haben sich beruhigt. Ich habe Freunde und Shiva hilft. Sorge dich bitte nicht um meinen Körper. Für mich ist es weder Segen noch Fluch. Ich kümmere mich selbst darum. Mein Freund sagt mir, Schätze findest du, wenn du sie suchst. Vater, ich tue mein Bestes. Obwohl es etwas emotional für einen Tagebucheintrag ist, hinterlasse ich dir diese Worte. Der Anbruch des neuen Tages, der Aufgang der Sonne, genieße das warme Licht. Ja, das war eine kleine Zusammenfassung, so wenn man drüber nachdenkt, von den einigen wichtigen Ereignissen, nicht allen wichtigen Ereignissen des Prequels. Meisterbuch der Shi'ak-Lieder. Das werde ich nicht singen. Das Lied der Krieger, wir sind Shi'aks, geboren im Sand, aufgewachsen mit Waffe in Hand. Der Sand stets an unserer Seite, im Kampf zeigen wir Zähne, aber suchen nie das Weite. Schwingt die Hämmer, wie die Ehre sagt. Das ist ein Volks- und Kriegslied aus Imper Shi'ak. Shi'aks singen dieses Lied vor der Schlacht, schwingen ihre Waffen zum Text und wedeln wild mit den Rückenflossen. Das Lied ist eine vereinfachte Version von Variationen. Folgende Seiten tauchen tiefer in weiteren Lieder ein. Lied des Mutes und Lobs. Wir sind Shi'aks, geboren im Sande, aufgewachsen im Segen der Lande. O Krieger, o Familie, erhebt Flossen und schickt uns los. O meine Kinder, o Geliebte, stärkt eure Herzen. Trotz dem Sandsturm vorwärts Marsch. Wir halten den Schwur und halten zusammen. Schwingt die Hämmer, wie die Ehre sagt. Volkslied aus Imper Shi'ak über Mut und Lob. Gesungen mit tieferer Stimme als das der vorigen Lieder der Krieger. Das Lied war einst länger, doch laut dem Sandmeister wurde gekürzt, da sich niemand das ganze Ding merkte. Lieder der Shi'aks haben etwas Bezauberndes an sich. Wow. Die endlose Straße zur Herrschaft. Das letzte, was wir heute lesen werden, denke ich mal. In der Hoffnung, dass ich dieses eine Buch noch finde. Wenn nicht, ist das halt so. Patrouille mit dem General. Wetter klar. General Kogan und ich, gehen in die Stadt. Sabi sagt, ich komme später dazu. Also sind es nur wir zwei. Alle möglichen Leute grüßen General Kogan. Claro. Gibt es jemanden, der ihn nicht kennt? Hey, was ist los? Ein Dorfbewohner bat um Hilfe. Okay, wird gemacht. Kogan kümmert sich darum. Überhaupt kein Zögern. Das ist unser General. Er lehnt unerwartete Bitten nicht ab, sondern nickt. Und alle lieben sein freundliches Gemüt. General Kogan ist wunderbar. Von Juthus. Jagd mit dem General. Wetter? Klar. Wir haben den Berg hinter der Stadt erreicht, die uns um Hilfe gebeten hat. Was? Wir haben den Berg hinter der Stadt erreicht, die uns um Hilfe gebeten hat. Ja gut, das ist mein Jutus, der schreibt vielleicht ein bisschen komisch. Sabi ist heiter wie üblich. Dann geschah es. Ein wilder Eber erscheint. Unser Ziel. Wow. Hü. Sabi und ich sind schockiert. Aber... Uah, General Kogan stellt sich ihm tapfer. Aber hoppla. Er fällt um und trifft das Wildschwein mit seinem eigenen Kopf. Entferne den Satz, Sabi. Mit einem Faustschlag lässt er das Wildschwein fliegen. Jutus, mein Junge, was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Sich furchtlos einem riesigen Monster zu stellen. Unsere General Kogan war heute wieder wunderbar. Okay. Lass uns das mit dem Lesen dann. Come by. Ich weiß nicht, ob ich dieses Buch mal finden werde. Wenn ich das Gefühl habe, dass wir eher zu einem Punkt kommen, wo das Spiel sagt, boah, das ist jetzt wirklich ein Point of No Return, dann würde ich wahrscheinlich einfach den Rest lesen, der noch da ist. Aber sonst würde ich vielleicht hoffen, dass ich dieses eine Buch noch in die Finger kriege. Zuvor. Ich dachte gerade schon, eine Szene mit euch beigeht, was die Kamera so geschwenkt hat. Ich dachte, hä? Szenen? Weswegen? Warum? Plötzlich? Ich war ein bisschen erschreckt. Unser Schatz kam immer noch prall gefüllt. Nicht aus Versehen da jetzt reinlaufen, das wäre katastrophal. Gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wie nutzen wir die? Gute Frage, nächste Frage. Oh, ich weiß nicht was. Wir könnten mal Sachen bauen. Oh, do come in. Ich weiß, ich kann nichts wirklich Relevantes Neues bauen, weil mir immer noch diese blöden heiligen Baumsplitter fehlen, die wir hoffentlich demnächst bekommen werden, bevor ich stark ausgehe. Aber
Ich könnte ja generell mal all die Sachen verbessern, die ich bisher nicht verbessert habe, für die ich mittlerweile mehr als genug Materialien habe. Zum Beispiel diese Bronzestatue. Ehrenhafte Statue, gab es sogar eine Errungenschaft dafür. Und 300 Bevölkerung heißt wieder mehr Investitionen, ne? Wir kriegen mehr Steuern. So, das können wir nicht machen, dafür habe ich nicht genug. Ich habe nochmal 6 Aurikalkum-Erz besorgt. Aber schon wahnsinnig, wie man braucht. Also ich muss schon Orte bekommen, wo man das konstant abfarmen kann in der Gilde. Weil 16, da muss ich sehr oft da hochlaufen. Beziehungsweise mit jemandem, mit dem Spezialisten dafür, ja, dass ich mehr abbauen kann. Aber das muss ja auch nicht sein. So. Diese Sachen habe ich nie gemacht, weil ich die absolut unnötig finde. Aber warum nicht jetzt ein bisschen Zeit nutzen? Interessant, dass die Jagdlöschen nochmal ein komplett neues Design bekommt am Ende. Das ist cool. Da bin ich froh, es doch gemacht zu haben. Sehr fancy. Beautiful. Ich würde mir zwar behaupten, dass viele dieser Fallen sich nicht wirklich eignen, weil sie Tiere verscheuchen könnten, aber er weiß schon, was er tut. Ich bin nicht der Experte. So, machen wir weiter. Dann können wir vielleicht noch ein paar coole Sachen sehen jetzt, wenn wir das alles voll kriegen. Das wollte ich nämlich auch mal machen, weil wir haben mittlerweile diese Grundressourcen endlos. Na schön, die Farm hat sich wirklich ein bisschen verändert. Thank you kindly. Und das letzte bisschen Farm. Keine weitere Veränderung des Designs, okay. Was für Leute? Letzte Stufe, auch easy. Kriegt immer ein neues Design, schön. Also ich wusste nicht, dass sie so viele neue Designs noch haben für die Bereiche, für die Gebäude. Das ist natürlich cool. Da würde ich sogar sagen, dafür allein lohnt es sich, das zu machen. Ne? Alright. Unsere gute Holzfällerin. Der Steinbruch. Ich bin schon zufrieden mit dem, was wir so erreicht haben bisher. Wenn ich es wieder schaffe, diese Köchin zu bekommen, dann bin ich, glaube ich, super happy. Die Frage ist, gibt es danach noch Charaktere, die man in Anführungsstrichen verpassen kann, beziehungsweise ja, spezifisch rekrutieren muss? Ich muss immer wieder bei ihr nachgucken, um sicher zu gehen. Ich hoffe, ich habe bis jetzt nicht irgendwelche Missables gehabt. Ich weiß ja nicht, ob es überhaupt Missables gibt. Ich hoffe, es gibt möglichst keine. Das wäre nämlich vorteilhaft. Aber ich denke, bisher ist alles gut, oder? Hoffe ich. Ach, ich weiß noch, wie sie sich uns angeschlossen hat von sich aus. Da musste ich gar nicht zurück ins Dorf rennen, wie ich es überlegt hatte, sondern sie kam einfach zu uns in die Stadt und hat sich angeschlossen. Martha. Ich musste kurz über den Namen nachdenken, aber kam wieder rein. Ranch. So. Heilige Bestienknochen kann ich mittlerweile auch sammeln. Das ist okay. Pelze sowieso. Okay, wir gehen mal ein bisschen runter hier die Angel. Stückchen. Aber die Angelsachen kann man extremst ausweiten. Ich frage mich, ob es dazu führt, dass man im Endeffekt geradezu alle Fische der Welt hier fangen kann irgendwann. Aber ich sehe halt immer noch nicht den Grund darin, außer wenn man jetzt Completionist ist oder so. Vielleicht gibt es auch eine Belohnung dafür, wenn man das Angelbuch vorher bekommt, aber ich werde das nicht machen. Ich hätte das wahrscheinlich eher gemacht, hätte ich diesen schrecklichen Kram nicht machen müssen, um ihn zu rekrutieren. Ich bin immer noch der Meinung, sie hätten dafür sorgen sollen, dass der Fisch entweder leichter zu fangen ist, häufiger vorkommt, weil er ist ja schwerer zu fangen als normale Fische. Er kommt fast überhaupt nicht vor. Also manchmal kannst du ewig fischen und kriegst gar nichts, nicht mal eine Chance, ihn zu fangen. Und ja, das für so einen Questfisch finde ich ein bisschen unnötig. Vor allem, weil es hier nur an 2 Orten gibt und du erstmal wissen musst, wo. Und einer davon ist echt super secret, wie ich fand. Und der andere war auch nicht sehr offensichtlich. Und der in der Höhle ist super ätzend. Den habe ich ja ewig benutzt. Das war es überhaupt nicht wert. Der draußen war dann besser, ne? Mit dem Laden und so. Aber es war trotzdem nervig. Bei ihm hätte es eher so sein sollen, dass der Fisch einfach relativ leicht zu fangen ist, solange du ihn findest. Oder, wie gesagt, wahlweise eine ganz andere Ansatz an die Sache, dass man sagt, okay, du musst halt eine gewisse Anzahl von verschiedenen Fischen haben, dann buchst du irgendwie, keine Ahnung, 40% oder so vollkriegen oder 50%, ihm das vorzeigen und dann kommt er mit. Das fände ich auch cooler gefunden. Da hätte ich, auch wenn das dann teilweise natürlich eine längere Aufgabe gewesen wäre, wäre es angenehmer gewesen, das zwischendurch mal wieder mal zu machen. Ist aber nur meine Meinung.
Oh, das kann man aber schon im großen Stil angeln. Richtig viele von euch da unten stehen. Sabi, CJ, die kleine Schwester. Time to catch some bigger fish. Hakugin. Ja, nicht die krassesten, wichtigsten Sachen, würde ich jetzt mal so behaupten. Das würde ich gerne machen heute. Bitte, wenn ich das hier mache, dann kann ich die heiligen Baumsplitter auch finden in diesen Gildenquests. Das heißt, die ersten heiligen Baumsplitter müssen wir unbedingt hierfür ausgeben, weil wir wahrscheinlich dann einen Ort bekommen, wo wir sie konstant sammeln können. Das ist super, super wichtig. Ich kann leider das nächste Theater gar nicht bauen. Leider, schade. Ich hätte gerne das nächste Stück gezeigt, aber das können wir vergessen. Aschenpulver, das ist interessant. Aber das können wir knicken, weil ich brauche hier dafür die durstigen Splitter. Vielleicht machen wir das dann, wenn es dann mal soweit ist oder so. Aber ja, erstmal geht das nicht. Das könnte ich jetzt einfach machen, das ist ziemlich egal. Das werde ich gar nicht nutzen, aber hey. Es bringt uns 300 Einwohner. Das ist wieder eine Investition in mehr Steuern. Ja, das reicht mir hier erstmal. Ich will es auch nicht übertreiben. Wir haben jetzt schon recht viel gemacht. Aber für die meisten Sachen brauche ich entweder diese Zähne, kein Gott, wie die herkriegen soll, aber diese heiligen Bausplitter sind gerade das Allerwichtigste. Das wäre noch machbar, das Wahrzeichen, wenn ich mehr Aurikalkum-Erz sammeln würde. Aber ich gehe stark davon aus, wenn wir vielleicht diesen Bausplitter bekommen und die nächste Art von Gebieten freischalten bei der Gilde, dass wir dann auch einen Ort für diese Aurikalkum-Geschichte bekommen, dass wir das auch schneller bekommen können. Weil die Massen, die ich sammeln müsste, die würden mich verrückt machen. Das würde ich lieber die Gilde machen, das ist echt wichtig. Das könnten wir noch machen. Das finde ich auch sinnvoll, die Kampffähigkeit von Truppen und den Hauptmännern zu stärken. Da würde ich auf jeden Fall nochmal rein investieren jetzt. Recruits won't know what hit 'em. Ich nehme mal nämlich stark an, wir werden noch eine Schlacht haben, oder? Bestimmt. So eine Endschlacht oder so gegen das Imperium. Ja, die Zähne, die ganze Knicken. Dafür brauche ich ja... Wo war nochmal der Schmied? Hier, das war der Rüstungsladen. Ja, da brauche ich halt auch die Splitter und das Orikalkum-Erz. Das wäre mir halt super wichtig, dass wir den Schmied auf die höchste Stufe bekommen. Ja. Mehr kann ich im Grunde gar nicht machen. Jetzt könnte ich also noch einfach hier für die ollen Angelplätze das ausgeben. Warum nicht? Ziehen wir das noch eben durch. Dann haben wir wenigstens nochmal richtig investiert und mal die ganzen Sachen abgehackt, die ich bisher nicht so wichtig fand. Ist ja auch nicht verkehrt. Supi. Dann bin ich auch für heute, glaube ich, ganz zufrieden. Ich weiß, ich sag's nochmal, wir haben gerade sehr viele ja, Nebenquests oder Minispiel. Folgen, aber ich möchte die gerne abschließen, weil ich möchte dieses Spiel so machen, dass ich jeden Charakter bekomme. Ich glaube, das ist mein Anspruch an mich selber, auch mein Anspruch meinem positiven Finden gegenüber diesem Spiel und den Suikoden-Spielen früher, dass ich das gerne schaffen möchte. Und der neue Koch ist schon da und es ist Trey. Das ist sehr gut. Wir werden beim nächsten Mal also instant gegen Trey kochen. Aha, good to see you. Weil ich das einfach abschließen möchte. Und dann müssen wir mal gucken, wie ich die Folge sonst noch fülle, wenn wir die Köche geschafft haben. Mir wird schon irgendwas einfallen. Vielleicht machen wir nochmal so ein Arena-Ding. Also ich nenne es mal Arena, ne? Also die, weißt du, diese Challenges. Vielleicht machen wir es nochmal zusammen oder so. Das sage ich euch dann auch an, dass da nichts Neues mehr kommt, falls ihr das dann nicht sehen wollt. Dass ich dann nur noch die Arena fighte. Aber das gucken wir mal. Gut, ich danke euch fürs Zusehen. Beim nächsten Mal geht's gegen Trey. Und dann wahrscheinlich danach hoffentlich gegen die mysteriöse Dame, dass wir die endlich bekommen. Und dann haben wir alle Charaktere, die ich aktuell rekrutieren kann. Und dann heißt es definitiv, und so viel kann ich dann ja auch schon mal versprechen, übernächste Folge machen wir ganz frisch weiter mit der Story. Und ich freue mich da schon sehr drauf, weil es echt schon ein bisschen länger her ist. Nun ja, ich danke euch fürs Zusehen. Bis dann. Bye, bye.